Willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits, dem Spiel, wo die Worte auch mal in der Luft sitzen und ich nicht weiß, wieso, weshalb, warum. Es fiel mir halt gerade einfach nur mal auf. Okay, man kann also den Fahrstuhl auch einfach so runterfallen, das ist ja toll. Ja, ich habe mir jetzt nebenbei halt mal ein bisschen die letzten Aufnahmen ein bisschen angeschaut. Und, habe für mehrere mögliche Verstecke eventuell was gefunden, wo man eventuell etwas finden kann. Ja, also hier nicht einfach runterfallen, ist ja schön, dass du hier runterfallen kannst, aber ja, irgendwie halt auch nicht. Ja, zum einen habe ich mir hier die Aufnahme angesehen, wo hier noch alles verderbt ist. Und hab da, glaube ich, etwas gesehen, wo wir halt jetzt rein können, was halt vorher nicht ging. Wo wir auch, glaube ich, bisher noch nicht drin waren, vielleicht, eventuell. Also mal gucken. Das könnte nämlich dieses Haus hier sein. Und hier haben wir auch eine Blume. Und hier haben wir auch eine Kiste. Das ist doch schon mal vielversprechend. Dann kriegen wir ein Frucht. Eine stinkende Frucht, okay. Gut, so viel schon mal hierzu. Hier ist jetzt aber auch kein Watt oder ähnliches, ne? Auch oben nicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch gefunden, in der Höhle, wir haben doch da auch so eine Plumme, irgendwo relativ am Anfang. Ich glaube, auch da habe ich gefunden, wofür diese Blume dienlich ist. Da muss man aber schon so ein bisschen die Augen aufhalten. Und ich hatte da auch Glück, dass ich das in meiner Aufnahme halt so gesehen habe. Ja. Das ist, finde ich, schon ein bisschen mies versteckt, wenn es tatsächlich so ist. Und ich das hätte nicht irgendwie auch hätte anders erreichen können. Wir gucken mal. Ich meine nämlich, mich da angedingst zu haben an die Plume. Und dann wiederum noch was anderes gesehen zu haben. So. Ich habe mir auch bei den Folgen von den Feldern noch ein bisschen umgeschaut. Dass wir auch da jetzt nicht, ne, nur ziellos herumstreifen, sondern eventuell halt auch mal zum Ziel kommen, quasi. Wobei ich halt auch denke, ne, uns fehlen ja von den Feldern 3 Hüte. Und ich denke mal, einen kriegen wir dann zum Abschluss der Felder-Story, nachdem wir Adira besiegt haben oder sowas. Ein Holzschmied, wie auch immer. Weil wir haben ja, kriegen ja immer von allem und jedem eine Maske. Von allen wichtigen Personen. So. Guck mal. Da hinten ist nämlich halt auch. Mein Verstand war halt immer so. Hier ist, das ist der Weg, wo wir herkommen. Ist aber nicht. Aber zum einen haben wir da hinten halt eine Plume. Zum anderen haben wir da drüber die Plume. So, wenn du dir vorstellst, da ist eine Steinkante, dann kommst du da halt gar nicht mal so einfach hin. So. Irgendwie war aber halt die ganze Zeit mein Kopf so, ja, aber ich komme ja daher. Pustekuchen. So. Du brauchst das halt die eine Pflanze zuvor, weil du kannst sie nicht aus dem Wasser herausschießen. Ist ja kein Farquai oder sowas. Und, ja. Deswegen, hier haben wir unseren letzten Wort aus dem Dorf her. Dann muss ich nur gucken, wie ich jetzt hier irgendwie zeitig rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Zu weit weg. Dorf herzuhöhlen. So auch zu weit weg. Das heißt, wir müssen uns einmal nochmal hier durchquälen. Mal eben schnell. Hoffen, dass wir nicht wieder irgendwie einen Bug finden. Das wäre ganz schön. Und dann kommen wir zu den Feldern. Ob das klappt? Ja, mal gucken. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt hier alles aus dem Gebiet haben. Wir sollen nur noch die Felder abstreifen. Wobei auch da, glaube ich, ein Hut sofort zu wissen, wo er ist. Und den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch da habe ich so eine Vermutung. Und ich meine, irgendeine Belohnung muss es ja nach dem Bosskampf ja auch geben.
Ja, beim letzten waren es ja, glaube ich, irgendwelche Watts, die wir da noch kriegen. Gegen Visataru. Und... so. So führt halt dann das eine zum anderen, ne? Oder hatten wir nach Taro auch Taros Maske gekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich jetzt zum Beispiel halt nicht geschaut. Egal. Oh. Mensch, Mammut, spiel doch mal richtig. Boah, Mammut, wie spielst du denn? Wie der letzte Mensch, wie immer. Kann ich nicht auch einfach so da hinten? Müsste doch auch gehen, oder? Da ich hier irgendwie so ein Teil des Ganzen hier irgendwie überspringe. Indem ich es mir hier ein bisschen einfacher mache. Aber ich komme hier nicht einfach so rüber gesprungen, ne? Da auf die Plattform, wo auch die Truhe steht und so. Ne. Das heißt, man muss erst einmal den komplizierteren Weg gehen, bevor man dann... ja, okay. Hilft ja nix. Das muss, das muss. Bitte warten. Zack. So, aber den... mal den. Damit man dann da eben rüberkommen kann. Zack, hier runter. Und hier hoch. So. Zack. Okay. So ein bisschen... Anführungszeichen nervig schon fast, ne? Dass du halt nicht einfach so dich durch die Gegend teleportieren kannst, sondern dass du dann tatsächlich in so einem Fall hier durch so eine relativ lange Höhle dich halt durchfuchsen musst. So. Ja, Wegschrein ist da vorne. Dauert noch einen Moment. Niu. Und weiter. Ach, guck mal, jetzt leuchtet auch hier wieder der Pfad sehr verdorben. Keine Ahnung, was das war, dass wir hier an diesem Bug hatten. Ich kann es nicht sagen. Oh, ist doch ganz nett. Kann man mal machen. Ja. Hätte ja sein können, dass da hinten irgendwie was Gemeines versteckt ist. Aber nein. Das Spiel sagt nein. Und dafür, dass jetzt eigentlich alles gereinigt sein sollte, haben wir noch ganz schön viel Verderbnis, du. Was sagt uns das? Das Böse gewinnt letztendlich immer. Du kannst das Böse nicht bezwingen. So, ist noch weit? Weiß nicht. Dorfherzraum? Dorfherzhöhlen? Oh, ich hab doch keine Ahnung. Bin ich jetzt schon wieder an so einem Ding vorbeigelaufen, ja, ohne es zu merken. Beziehungsweise, ich kann ja trotzdem mal gucken. Nein, zu weit weg vom Bobschrein entfernt. Bitte warten. Wir sind ja fast durch. Ihr Lips. So. Was jetzt? Sind wir jetzt nah genug dran? Nein. Sind wir jetzt nah genug dran? Sieht gut aus. So, dann will ich mich zur Schmiede teleportieren. Ich meine, jetzt hier in der Schmiede noch irgendwas gesehen zu haben, nämlich... pass auf, da oben ist eine Blume. Wenn man hier durchgeht, sieht man das schon so ganz grob, aber dann musst du halt auch echt, ne, die ganzen Bildschirme im Auge behalten. Und wenn du halt spielst, dann siehst du halt mehr oder weniger halt so den Bereich um den Charakter herum. Vielleicht noch mal ein bisschen was hier und links und rechts, was auffällig ist. Aber das da oben wohl eher nicht.
Und guck mal hier, hier haben wir eine Küste. Ne? Und deswegen ist es nie verkehrt, halt alles nochmal fünfmal abzugehen. So. Und das, wo ich meine, wo wir noch einen Hut haben, habe ich ja schon fünfmal gesagt, ja, da müssen wir nochmal gucken. Aber ich habe bisher noch nicht nachgeguckt. Ich habe mich ablenken lassen vom Spiel. So sieht's aus. Mhm. Nämlich ist das hier auch quasi fast um die Ecke. Achso, der Ochse. Und das schon so, hä, was grummelt denn da? Nämlich da vorne. Da waren wir noch gar nicht drauf. Ich habe gesagt, ja, 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 muss ich noch hin, ja, ja, So typisch Mammut halt, weißt du? Ja, muss ich hin, ne, ja. Okay. So, wie kam ich jetzt hier irgendwo rauf? War das nicht hier irgendwo, dass man sich hier draufstellen könnte und von dort aus? Nein? Nein, so nicht. Ich kann mich hier auf den Stein nicht draufstellen. Hä, wie ist denn das jetzt hier gedacht gewesen? Warte mal. Hä, bin ich hier doof? Also mehr als sonst? Nee, so definitiv nicht. Hä? Das sind so Momente, wo ich mir denke, so, ich stelle mich doof an. Oder ich bin doof. Oder ich weiß auch nicht. Hä? Ich habe immer so gerade so ein Gedächtnis gehabt, ich habe mich hier irgendwo draufgestellt und dann bin ich da irgendwie rübergesprungen. Ach so, ach nee, ja, Quatsch. Ja, ja. Einmal hier hoch. Zack. So, dann gab es da vorne noch so eine Felsformation, die wir schon vorher mal gesehen hatten. Naja, wo ich es nicht geschafft habe, rüber zu springen. Ja, like a moment. Okay, jetzt wissen wir aber grob, was wir jetzt wie zu tun haben. Dann machen wir es halt so. Guck mal, das klappt nämlich viel besser. So, und hier waren wir noch nicht. Hier haben wir hier eine Kiste. Okay, ich war nur mit Kristallen. So, noch was? Da oben ist noch eine Kiste. Und da haben wir einen Herbstkranz. Herbst. Wir haben einfach nur den Herbst eingesammelt. Eine ganze Jahreszeit. Okay, so. Dann vermute ich jetzt. Wir haben jetzt nur noch den einen Hut. Und ich denke mal, den einen Hut, den gibt es dann, nachdem wir Adira befreit haben. Das heißt, wir gehen jetzt irgendwie Richtung Adira und dann mal gucken. Diese Attacke war sehr effektiv. Like a Mammut. So. Einmal hier das bitte. Einmal da das bitte. So. Jetzt müssten wir doch hier bestimmt irgendwie den Turm weiter raufkommen. Das, was wir zuvor nicht kamen. Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir den Turm hier gar nicht mal so viel noch untersuchen müssen. Weil wir haben ja dann quasi alles. Was ja dann wiederum schade ist. Der Turm hat natürlich halt sehr viel Potenzial, ganz viele tolle Dinge zu haben und so. So. Ich denke mal, wir müssen da ganz hoch, oder? Wir werden es herausfinden. So, hier hoch. Dankeschön. Hier komme ich so nicht weiter. Oder war das hier runter? Könnte auch sein. Wir gucken mal. Plupp. Hier hatten wir ein Wort. Lang ist's her.
müssen wir nicht hin, oder? Oder doch? Oder nein? Oder vielleicht? Oder, hä? Ich bin verwirrt. Nee, hier waren wir doch nur rein, um diese Knospe da zu töten, quasi. Glaube ich. Bin mir relativ sicher. Bin verwirrt. Also so wie immer. Bitte warten. Er hat nur diese Knospe bekämpft, die halt dann den Ochsen noch festgehalten hat. Das heißt, das hier hat nichts mit dem Turm zu tun. Hier haben wir noch eine Erinnerung von Adira. Aber sonst nicht ganz so viel. Hätte ich die Zeitlupe jetzt nicht gehabt, wäre ich ganz normal auf Steinen gelandet dann. Mit der Zeitlupe wäre ich jetzt beinahe, keine Ahnung, irgendwie noch runtergefallen oder sowas. Weil du slidest ja mehr mit der Zeitlupenfähigkeit. Das meine ich ja, ne? Damit kannst du bestimmt aus welchem Grund auch immer ähnliche Orte erreichen, die du halt sonst gar nicht erreichen solltest. Egal, so. Also, Fazit, das war nicht der richtige Weg. Aber höchstwahrscheinlich ist Adira da irgendwo ganz oben auf dem Turm, oder? Als Kern der Verderbnis und so. Wir gehen dann nochmal hoch. Wir haben Zeit, ne? So, einmal da. Einmal da. Immer auf den Sicherheitsknüppel. So, da oben nicht. Hier unten drin macht ja auch keinen weiteren Sinn. Da geht's auch nur irgendwo rum. Was hatten wir hier hinten? Auch nur Gedöns. Aber wie komme ich da auf die Turmspitze? Und was war hier? Achso, ja, der Meditationspunkt. Da muss man doch bestimmt irgendwie rauf. Zumindest ein paar Etagen höher oder so. Denke ich mal. Weil wir sollen ja Adira befreien. Eine andere Fähigkeit haben wir jetzt auch nicht. Auch so aus, als ist da ganz toll wichtiges Zeug. Wie kommen wir in den Turm hinein? Doch, es gibt doch ran und raus. Ich war nur zu blöd dafür. Also Standard. Hier ist nichts.
Hier haben wir auch nichts. Dann kannst du eigentlich nur noch über den... Ach klar, oh Gott, ja, oh, ich bin so doof. Ihr habt doch die ganzen Erinnerungen. So, und die müssen wir doch bei diesem komischen Meditationskreis hier zusammenfügen. Okay. Dann sollen wir jetzt da hoch, ja? Dann würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Folge von Kena. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.